Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weibers Meerwasser zu einem neuen Teil in der Tagebuchreihe zum Kubikus, zum Projektbecken. Und es sind 14 Tage rum, es hat sich einiges getan und es gibt einiges zu erzählen. Wenn euch das interessiert, bis gleich nach dem kurzen Intro. Ja Leute, willkommen zurück hier bei der Dokumentation zum Kubikus und ihr seht, es hat sich einiges getan und es hat sich in diesen 14 Tagen wirklich einiges getan, weil ich nicht wirklich hundertprozentig immer einverstanden war mit dem, was ich getan habe, mit dem Ergebnis nicht zufrieden war, aber was da im Endeffekt alles so nach und nach passiert ist, da kommen wir jetzt zu. Fangen wir damit an, dass ich am 30. letzten Monats rumgezogen bin und erstmal neue Tiere geholt habe, gekauft habe. Da hinten sind Clownies eingezogen, schwarze Ocellaris, die habe ich vom Megazoo Düsseldorf. Ein herzliches Hallo nochmal an den Hotte. Wunderschöne Tiere, muss ich sagen. Und anschließend sind wir weitergezogen, dann nach Langerwehe zum Dietmar Lange, zur Lange Aquaristik. Und da haben wir noch die Anemone, eine Euphilia. Und was noch, muss ich noch eben gucken. Ja, genau, da war noch eine Acanthastrea. Und ja, dann fing dann halt alles an damit. Was ich im Vorfeld nicht bedacht habe und wo ich auch nicht drauf wirklich vorbereitet war, ich hatte für die Clownies und für die Anemone keinen vorbereiteten Topf. Jetzt ist es so, dass diese Töpfe, die ich bisher eingesetzt habe, grundsätzlich immer erst gewässert habe über einen gewissen Zeitraum. Das hatte ich jetzt nicht zur Verfügung. Ich bin hingegangen und habe einen handelsüblichen lasierten Topf genommen in schön Schweinchenrosa, weil das passte ja auch ein wenig zum Becken. Habe ihn über 2-3 Stunden gewässert, das reicht natürlich nicht. Aber erstmal dafür, um die, ich sag mal, Düngereste etc. vom Topf loszubekommen, sollte es gereicht haben, weil es ist ein lasierter Topf gewesen. Und ja, den habe ich eingesetzt und ich blende euch auch mal den entsprechenden Bilder dazu ein. Es sah gar nicht so schlecht aus, weil es passt ja auch optisch, ich sag mal, von der Farbe her zum Becken. Was wir dann im nächsten Nachhinein dann festgestellt haben, dass dieser Topf dementsprechend genug Material immer noch in sich trug zur Abgabe, weil Seewasser ist nun mal aggressiv und normales Osmosewasser ist nicht so aggressiv. Das heißt, wenn ich so einen Topf wässern will oder muss natürlich im Vorfeld, dann sollte ich ihn nicht nur mit Osmosewasser wässern, sondern tatsächlich auch in Seewasser, Meerwasser, angesetztes neues Meerwasser wässern, damit auch die Aggressivität des Salzwassers hingeht und den entsprechenden Topf die Schadstoffe daraus löst. Was ist im Endeffekt passiert? Der Topf hat tatsächlich Silikat in großen Mengen abgegeben. Kann man im Endeffekt auch sehen, hier vorne schön alles braun jetzt. Da wachsen mittlerweile Algen. Kommen wir später zu. Und das Problem ist halt, der Topf war nicht wirklich geeignet. Ich habe jetzt im Nachhinein, beziehungsweise eine Woche lang musste ich ihn leider drin lassen. Es ging nicht anders. Hatte auch keinen anderen Topf zur Verfügung, wo die Anemone reinpasste. Und somit dann hat er schön eine Woche lang Material abgegeben. Ich habe eine ICP machen lassen und habe mich dann mehr oder weniger auf den Hintern gesetzt. Der hat Silikat in hoher Menge abgegeben, der hat Chrom abgegeben und wir haben extrem viel Zinn im Becken. Das Zinn, vermute ich, kommt aber von einer Pumpe, die ich unten an der UVC habe. Da kommen wir später zu. So, jetzt versuchen wir das Ganze mal der Reihe nach auf die Kette zu kriegen. Die Clownies und die Anemone mussten erstmal aneinander gewöhnt werden, weil die Tiere kamen aus Nachzuchten und waren in erster Linie jetzt erstmal nicht an eine Anemone gewöhnt. Das heißt, wir müssen im Endeffekt hingehen und diese Tiere, ich sag's jetzt mal so, zwangsvergesellschaften. Das muss man aber
mit einem lachenden und einem weinenden Auge sehen, sage ich mal. Das Problem, was ich im Endeffekt habe hier, ist, dass die Tiere einerseits nicht freiwillig in die Anemone reingegangen sind, weil sie offensichtlich nicht kannten. Andererseits muss man auch hingehen und sehen, wie lange man das machen kann und wie groß sind die Tiere schon. Ich habe jetzt hier relativ kleine Tiere. Guck mal, ob ich sie einblenden kann. Ja, sie sind ungefähr so groß. Und der Anemonentopf ist auch sehr groß. Ich gehe grundsätzlich hin. Das habe ich drüben mit den anderen beiden auch gemacht. Und setze sie in eine Fischfalle zusammen mit dem Topf und zusammen mit der Anemone. Blende ich euch mal eben ein, wie ich das gemacht habe. Das ist eine Sache, die ist für die Tiere erstmal in der Zeit nicht wirklich schön, aber sie haben die Möglichkeit gehabt, drum herum zu schwimmen und ja, im Endeffekt sich erstmal vor der Anemone zu verstecken. Und als sie dann freiwillig mehr oder weniger reingeschwommen sind, sie hatten genug Platz, sagen wir es mal so. Verströmung und alles andere war auch gesorgt. Und das ist die Methode, wie ich da vorgehe und bisher eigentlich Erfolg hatte. Beziehungsweise alle meine Tiere waren bisher da dementsprechend ohne Probleme, ja, an eine Anemone zu gewöhnen. Wie gesagt, es sieht nicht schlimm aus. Man muss aber auch so sehen, dass diese Tiere nicht viel Platz zum Schwimmen brauchen. Jetzt im Endeffekt, ihr seht da hinten, die hängen in der Anemone drin. Der Erfolg gibt mir im Endeffekt recht. Und sie sind jetzt Teil der Symbiose, sage ich jetzt mal, auch wenn es nicht die Original-Anemone natürlich zur Symbiose ist, weil die Quadricolor ist eine der beliebtesten, oder Kupferanemone ist eine der beliebtesten Anemonen, die wir überhaupt haben, weil sie A, einfach zu halten ist. Sie ist, ich sage jetzt mal, teilungsfreudig und wird in der Regel von unseren, ich sage es mal, Anemonenfischen, welcher Art auch immer, recht gerne auch als Ersatzanemone angenommen. So, das Gewöhnen der Tiere ist, wie gesagt, eine Sache, die ich, es hat jetzt gedauert eine halbe Stunde, halbe, dreiviertel Stunde habe ich die so gelassen und habe die Tiere die ganze Zeit unter Beobachtung gehabt. Und sollte man sehen, dass das überhaupt nicht geht, dass sie überhaupt nicht da rein wollen, beziehungsweise keine Ansätze sind, dann muss man diesen Versuch auch relativ zeitnah abbrechen. Weil es ist, wie ja auch wahrscheinlich die einen oder anderen selber sagen werden, es ist Quälerei. Im kurzen Moment mag das stimmen, aber das Ergebnis im Endeffekt ist, sie sind jetzt in der Anemone drin, sie sind geschützt, sie sind in ihrem, ich sage mal in Anführungszeichen, natürlichen Habitat, also in einer Anemone, jetzt nicht in der Original-Wirtsanemone dazu. Wo ich übrigens nicht weiß, nicht hundertprozentig weiß, welches das ist. Das könnt ihr mir mal unter die Kommentare schreiben. Ja, Ergebnis ist da und ich blende euch das nochmal kurz ein. Die Tiere sind dann sauber unten in der Anemone drin gewesen, also sprich der super rosa Topf, die Anemone und die beiden Clownies. So, ja, Clownies eingewöhnen war jetzt abgehakt. Hat funktioniert. Ich habe sie dann hier vorne reingesetzt. Die Bilder hatte ich ja auch noch kurz eben eingeblendet und das hat alles eigentlich recht gut funktioniert. Was nicht funktioniert hat, was auch doof war, war halt der Topf und der hat dementsprechend Material ans Wasser abgegeben und das habe ich im Endeffekt in der ICP gesehen. Da war Chrom drin, da war das Lithium drin in großen Mengen und es war Zinn drin. Wobei der Zinn wahrscheinlich auf eine, ich sage es mal, No-Name-Förderpumpe zurückzuführen ist, die ich günstig gekauft habe. Ja, ist jetzt im Endeffekt zurückgeschlagen. Nächste Woche kommt eine neue Pumpe, da kommt eine Aquabee UP 300 rein. Und dann werden wir sehen, ob das Ganze dann runtergeht. Des Weiteren werde ich kurzzeitig einsetzen, ich komme nicht drauf, Silikarbon, genau. Wobei ich natürlich da extrem darauf achten muss, Silikarbon zieht mir natürlich auch meinen Phosphatwert wieder so ein kleines bisschen runter. Ich will einerseits wirklich das Silikat aus dem Wasser ziehen, weil es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich lasse es drin
und habe dann dementsprechend Algenwachstum und muss mit diesem Algenwachstum leben. Oder ich gehe hin und versuche es aus dem System herauszuziehen. Dann muss ich aber natürlich gleichzeitig auch die Negativfolgen im Auge behalten. Das ist unter anderem ein Grund, warum das Algenrefugium von mir abgeschafft wurde, warum ich es rausgenommen habe. Dieses Experiment hat in meinen Augen nicht funktioniert, weil es hat im Endeffekt Material gezogen und es hat nicht wirklich gegen die Algen geholfen, weil ich trotz eingesetzten Algenrefugium immer noch Wachstum von grünen Algen hier und da hatte, werden jetzt im Endeffekt hoffentlich nächste Woche dann auch, ich sag mal, bekämpft. Da bekomme ich eine Lieferung von Nautilus. Der hat ja momentan Schneckchen im Angebot. Hier Trochusschnecken hat er eine große Menge gekriegt. Ein herzliches Hallo nochmal nach Nautilus. Und dann hoffe ich, dass ich dementsprechend hier genug Putzpersonal drin habe, die mir die Algen unter anderem bekämpfen. Wichtig ist natürlich unter anderem, ihr seht, das Becken ist sehr, sehr voll. Und das ist auch gut so, weil das ist die Konkurrenz zu den Algen. Wenn man jetzt hingeht und, ich sag mal, einen geringen Besatz hat oder weniger Korallen, dann hat im Umkehrschluss natürlich die Alge auch mehr Platz bzw. mehr Lebensraum, um sich zu verbreiten. Ich habe jetzt nach Möglichkeit so viel wie möglich reingepackt, abgeschattet, versucht abzuschatten. Und je mehr Siedlungsfläche meinetwegen abgeschattet ist, desto weniger hat die Alge eine Grundlage unter anderem. Die ganzen Korallen, die drin sind, die ziehen Material. Die Abschattungen, die diese Korallen verursachen, sorgen im Prinzip dafür, dass da, wo kein Licht hinkommt, natürlich auch keine Algen wachsen können. Trotz alledem habe ich natürlich hier und da Stellen, wo dementsprechend noch freie Stellen sind, wo Algen wachsen, und da müssen dann jetzt die Cleaning Crew muss daran. So, da hatten wir dann jetzt von der Cleaning Crew gesprochen und die habe ich ja relativ früh eingesetzt. Die Einsiedler sind drin und machen auch ihr Ding, und da liegt genau die Problematik, weil Einsiedler sind einerseits nützliche Tiere, die natürlich auch überall ins Riff hin können und unter die kleinsten Ritzen schauen, ob da irgendwas ist. Das ist dann auch der Nachteil, wenn man seine Korallen einfach nur reinstellt, dass die natürlich dann durch diese Tierchen umgestoßen werden, weil da irgendwas drunter liegt, wo die dran wollen. Deshalb klebe ich grundsätzlich meine Tiere komplett fest. Es gibt nur ganz wenige, die ich jetzt hier reingestellt habe, wie zum Beispiel da oben die Lobophilia, die ist relativ groß. Die kriegen die nicht so einfach bewegt. Was diese Tiere allerdings auch machen, ist ja auf Schneckenfang gehen. Weil es sind räuberische Tiere unter anderem, das muss man wissen. Wenn ich jetzt Einsiedler einsetze und gleichzeitig Schnecken, muss man darauf achten, dass die Schnecken so eingesetzt werden, dass sie sich direkt festmachen können. Also nicht einfach so, wie ich das damals gemacht habe. Ich gucke mal, ob ich das mit einblenden kann. Ich habe die einfach reinfallen lassen, unter anderem. Und hier unten war eine Armada von Einsiedlern gewesen und diese haben sich natürlich dann anschließend direkt gefreut. Ah, guck mal, direkt Snacks zum Vertilgen. Von den 4 Turboschnecken, die ich hier eingesetzt habe, sind noch 2 da. Und nächste Woche, wie gesagt, kommen eine Lieferung von Nautilus, wo ich bestellt habe. Der hat momentan Schneckchen im Angebot, hier Trochusschnecken. Und die sind ja unter anderem dafür gedacht, dass hier erstmal kräftig aufgeräumt wird. Des Weiteren kommen Fische noch rein, es kommen Fritmanis rein und es kommen hier rote Spinnenfische rein. Bei denen wurde mir gesagt, dass die futterfest sind. Da muss man auch darauf achten, dass wenn man solche Tiere einsetzt, die normalerweise eigentlich nur Lebendfutter bzw. Aufwuchs im Becken fressen, dass wenn man die hier in so ein ganz frisches Becken einsetzen möchte, dass auch gewährleistet ist, dass die fressen. Bei den Tieren weiß ich es, wurde mir von Nautilus gesagt, dass die futterfest sind, heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass wenn man sie jetzt hier einsetzt, dass das hier auch funktioniert. Das ist ganz wichtig. Nicht alle Tiere gehen direkt ans Futter, was angeboten wird. Deshalb grundsätzlich mit der Option, wenn man Tiere kauft, also eigentlich gehe ich hin und schaue mir meine Tiere immer live an,
bin eigentlich keiner, der grundsätzlich Tiere sich zusenden lässt. Das ist es auch für mich ja nicht Premiere, aber ich mache es recht selten, weil ich sehen will, was ich im Endeffekt kaufe. Und wie gesagt, die Tiere werden eingesetzt und nach einer gewissen Zeit sollte man definitiv beobachten können, dass sie ans Futter gehen. Ich habe jetzt hier die Nitrifikation so langsam aber sicher angefahren und gehe davon aus, aufgrund, ich sage jetzt mal ja, ganz doof gesagt, meiner Erfahrung, dass da jetzt alles seinen rechten Weg geht. Ich habe es nicht gemessen, richtig. Aber ich weiß auch, dass diese Kette, wenn ich sie so anfahre, wie ich angefahren habe, in Schwung gekommen ist. Für jemanden, der jetzt komplett neu startet, ist es sinnvoll, natürlich auch hinzugehen, Ammoniak und Nitrit zu messen. Ist ein bisschen doof, weil diese Tests natürlich auch Geld kosten und eigentlich nur für den Anfang eines Beckenstarts gebraucht werden. Wenn das Becken einmal angefahren ist und vernünftig die Biologie aufgebaut wurde, sind diese Tests uninteressant und wir können sie im Prinzip, ja, ich sag mal, entsorgen, weil wir sie nicht mehr brauchen. Ich habe bei meinem großen Becken nur tatsächlich am Anfang mal Nitrit gemessen, noch nicht mal Ammoniak, und es lief. Also man kann, wenn man vorsichtig hingeht, diese Tests in meinen Augen außer Acht lassen. Um aber auf der sicheren Seite zu sein, würde ich hingehen und entweder das Wasser wo testen lassen, wo man die entsprechenden Werte abgreifen kann. Manche Händler bieten sowas natürlich auch an. Da kann man sich den Kauf dieser Tests sparen. Oder man geht halt tatsächlich hin und holt sich diese Tests und hat sie dann halt eben rumliegen. Also ich selber, wie gesagt, ich habe hier keinen Nitrit und Ammoniak gemessen und ich habe auch keine Verluste gehabt, weil ich dementsprechend die Kette so langsam angefahren habe. Das ist eine Aussage, die ist natürlich jetzt, ja, ich sage jetzt mal, nicht ganz so, wie es eigentlich sein sollte, weil ich das aus der Erfahrung heraus gemacht habe. Und für euch wäre es natürlich besser, tatsächlich zu sagen, okay, ich hole mir die Tests und dann bin ich auf der sicheren Seite. Das wäre meine Empfehlung an euch. Aber ich kann es jetzt tatsächlich im Moment nicht nachweisen. Ja Leute, ich würde mal sagen, wir machen jetzt erstmal einen Break hier. Das war ein Teil des Tagebuchs, des zweiten Teils des Tagebuchs, also sagen wir mal Teil 2.a. Teil 2.b kommt entweder direkt im Anschluss, im Laufe des heutigen Tages oder ihr erfahrt es über die entsprechenden Medien. Ich würde mal sagen, wenn euch das hier gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen da. Solltet ihr den Kanal hier noch nicht abonniert haben, abonniert ihn doch bitte. Und wir sehen uns zum nächsten Teil in der Tagebuchreihe. Innerhalb kürzester Zeit. Bis dann. Ich zähle auf euch. Euer Bad. Ciao.